Guten Abend, liebe Wozi-Sympathisanten, Freunde, DJs, Künstler, Stubenrocker und Stubenhocker. Ja, an Heiligabend hätten wir eigentlich schon gestern gefeiert, heute Morgen auch, heute Abend wäre wahrscheinlich auch die Kuh geflogen. Hätte mich wieder auch gefreut, ganz viele Leute aus nah und fern ja, wieder zu treffen, zu sehen. Nicht mal das Straßenfest hatte man ja jetzt dieses Jahr, um sich wieder zu sehen. Also bittere Pille, die wir da jetzt alle nehmen müssen. Aber ja, der Kopf ist oben und ich hoffe, euer Kopf ist es auch. Denkt positiv in die Zukunft. Wir machen das und lenken uns auch so gut es geht damit ab, indem wir das Wohnzimmer auf Vordermann bringen, es noch schöner machen, noch sicherer machen, noch bequemer machen. Ja, ihr seid weiterhin einfach gespannt, weil wir werden bald dann auch streamen. Ich sag das schon zum 8. Mal, glaube ich, aber ja, wir wollten es eigentlich noch dieses Jahr machen, aber wir versprechen es spätestens dann im Januar. Ist es dann soweit und dann gibt es auch wieder eine neue Folge von Wozi Television und dementsprechend auch ein paar weitere Infos, was wir so für Schweinereien überlegt haben. Euch ja, gilt es zu sagen, bleibt alle gesund, habt schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Freunden, Liebsten und kommt gut rüber ins neue Jahr. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr seid genauso positiv eingestimmt wie wir. In diesem Sinne, ja, danke nochmal an alle, die an uns glauben und uns supportet haben bisher und auch die Lieferung ja, angenommen haben mit dem Wozi Biertaxi. Ja, bestellt ruhig weiter. Also wir haben noch genug auf Lager. Das Bier wird sonst alt. Deshalb. Ja, greift zu. Genauso hier. Gutscheine gibt es auch jederzeit. Der Franzl in seinem Wohnzimmer. Braucht ihr in eurem Wohnzimmer, damit ihr es wieder in unserem Wohnzimmer dann einlösen könnt. Und im letzten Home-Shopping-Versuch von Wozi Television habe ich den noch vergessen hier, unseren Eisbonbon-Schnaps. Weil der desinfiziert innen raus. Also, ich weiß es. Ja, macht's gut und ja, nochmal, bleibt alle gesund. Bis die Tage, euer Alex.